500 € mehr Altersrente seit 2010. Hoher Anstieg der Altersrente für langjährig Versicherte. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, es gibt auch mal gute Zahlen zu verkünden. Die Deutsche Rentenversicherung hat es in der Vertreterversammlung jetzt mitgeteilt, dass es seit 2010 in der Gruppe der Altersrentner für langjährig Versicherte. Das sind die Leute, die mindestens 35 Jahre Wartezeiten nachweisen können. Sie sagen wahrscheinlich gerne Versicherungszeiten oder Beitragszeiten. Die haben seit 2010 500 € mehr Rente im Portemonnaie. Woran liegt das? Das liegt schlicht und ergreifend an den Rentenerhöhungen, die wir seit 2010 haben. In Zahlen ausgedrückt, ich habe das mal für Sie vorbereitet, bedeutet das, dass die Rente, die Monatsrente brutto im Jahr 2010 1062 € betrug. Im Jahr 2023 waren es dann schon 1552 €. Davon müssen Sie natürlich noch, wer in der gesetzlichen Krankenpflichtversicherung der Rentner versicherungspflichtig ist, dann noch die Kranken- und Pflegebeiträge abziehen. Selbstverständlich gehen dann auch noch von diesen Renten Steuern runter, wenn sie steuerpflichtig sind. Aber das sind die Bruttorentenbezüge und man kann sagen, Schuld daran sind die vergleichsweise sehr hohen, zum Teil hohen Rentenanpassungen in den letzten Jahren. Was aber auch klar ist, das sagt die Rentenversicherung auch deutlich, meine Damen und Herren, dass die hohen Rentenanpassungen, die Rentenanpassungen der letzten Jahre, die doch sehr, sehr hohe Inflation zum Teil nicht ausgleichen konnte, sodass es in den letzten Jahren de facto zu einer Kaufkraftminderung der Rente gekommen ist. Das ist relativ eindeutig. Das belegen auch die Statistiken. Meine Damen und Herren, die gesetzliche Rente ist, das wissen Sie auch, für viele von Ihnen die Hauptfinanzierungsquelle. Das ist die einzigste Kohle, die Sie im Monat haben, und die muss stimmen. Da gebe ich Ihnen absolut recht und darauf weise ich auch immer wieder hin. Was leider aber so ist, wir können uns zwar freuen, dass diese Kohorte oder diese Gruppe derer, die eine Altersrente für langjährig Versicherte haben, 1552 € Monatsrente bekommen, brutto, aber in Wahrheit ist die Durchschnittsrente in Deutschland deutlich niedriger. Das liegt einfach daran, dass viele Menschen gar nicht auf diese 35 Jahre Wartezeit kommen und auch viele Menschen, die trotz 35 Jahre oder 45 Jahre arbeiten, hier wegen geringen Einkünften eine deutlich niedrigere Rente bekommen oder beziehen. Deshalb kann ich nur sagen, die Durchschnittsrente in Deutschland liegt im Auszahlbetrag bei rund 1050 €. Das ist im europäischen Vergleich wirklich also nicht einsame Spitze nach unten, sondern wirklich ein Negativwert. Wir haben eine deutlich geringere Auszahlrente in Deutschland als im europäischen Vergleich. Und ich kann nur sagen, wir können hier nicht stolz drauf sein. Altersarmut ist vorprogrammiert. Und ich fordere die Politik auf, hier gegenzusteuern. Erstens, wir brauchen eine umfassende Erwerbstätigenversicherung, in die alle einzahlen. Und zweitens, wir brauchen definitiv in Deutschland einfach höhere Löhne und Gehälter. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein von diesen Zahlen. Ich finde erstmal ermutigend, dass wir doch eine höhere Rentenauszahlbeträge haben oder Rentenbeträge haben in der Altersrente für langjährig Versicherte. Aber Altersarmut wird damit nicht wirksam bekämpft. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.